Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television. Hm, was machst du? Komm hier, der Ghetto-Faust. Mit Daily deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 29. November und am 29. November hat jemand Geburtstag, der Joel Cohen bekannt ist. Genau. Wie heißt er? Joel Cohen. Joel Cohen. Und das ist ja einer von den Cohen-Brüdern. Genau. Sein Bruder Ethan und er haben richtig gute Filme gemacht. Mein persönlicher Favorit, The Big Lebowski. The Big Lebowski, na klar. Ja, und dann unter anderem auch Fargo oder No Country for Old Men. Ja, alle geil. Alles richtig gute Filme. Ja. A Serious Man 2009 oder True Grit 2010. Ist zu viele, um alle aufzuzählen. Also die zwei. Letztens wieder gesehen, Country for Old Men, No Country for Old Men, und muss sagen, richtig geile Sache. Also der Spanier, der da gespielt hat, wie heißt der, keine Ahnung, der hat eine richtig geile Rolle gespielt. Und auch diese Idee mit dieser Druckluftpistole, pff. Also die muss man erstmal haben. Ja. Ja. Aber also auf jeden Fall eine geile Sache. Und die beiden Jungs sind da richtig gute Regisseure. Ja. Und ich sage, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Am 29. November ist aber auch im Jahre 1970 in der ARD die erste Folge der Krimiserie Tatort ausgestrahlt worden. Kennst du den Film? Tatort? Ja, nee, den Film hier. Hier. Ach, das war so Taxi nach Leipzig. So ein Pilot, ja? Ja, genau. Ja? Genau. Nee, kenn ich nicht. Der ist auch letztens irgendwann mal wieder gebracht worden. Den bringen sie alle Jahr mal wieder. Der erste Tatort. Geht so. Ja. Tatort ist ja mittlerweile auch so ein Ding, so, oh, das sind also ja sehr viele. Wenn alle, die wo Til Schweiger nicht mitspielt, das kann ich mir jetzt gerade noch so angucken. Ja. Findest du Til Schweiger gut? Nee, eigentlich nicht. Schon, ja, aber in den Tatort hat er irgendwie nichts verloren. Nee, ja. Als Typ ist er ganz okay, ja. aber in den Tatort-Filmen finde ich ihn auch nicht Ich glaube, das gefällt ihm selbst auch nicht, wenn er das sieht. Ja. Ja, aber wieso macht er das dann als weiter? Könnte ich mich gerade aufregen. Riech mich nicht auf. Am 29. November war aber noch was anderes. Und zwar in der Schweiz. Hans Gamper gründet den katalanischen Fußballverein FC Barcelona. FC Barcelona wurde von einem Schweizer gegründet. Hätte man es gewusst. Das muss man sich mal irgendwie reinziehen. Das war schon 1899, von daher. Ja, okay. Wer weiß, wie verschlungen die Umwege waren. Aber im Jahre 1945, am 29. November, wurde die Föderative Volksrepublik Jugoslawien ausgerufen. Ach so, meine. Ja, also hat es nicht so lange, ich glaube bis 1990 haben sie ausgehalten oder was, ne? Aber 1945 wurden sie auf jeden Fall ausgerufen und sozusagen der Grundstein wurde gelegt. Ja. Ja. Das war der 29. November. Wir haben schon ganz viel gelernt hier. Oh, komm, wir nehmen den Stern so in die Mitte. So, ja, genau. So. Wir haben ganz viel gelernt am 29. November und wir sagen bis morgen zum 30. November. Cheerio, Miss Sophie.